Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein lieber Jan, ich darf Sie alle noch für einen Moment um Ruhe bitten, denn wir kommen jetzt zur Verleihung des Förderpreises. Mein lieber Jan, dir sollen meine ersten Worte heute Abend gelten, die ich hier oben spreche. Du hast mir persönlich und uns allen eine große Freude bereitet über die mühevolle Arbeit mit dem Sticken des Kissens. Vielen Dank noch einmal dafür und auch den guten Zweck, den du damit erfüllt hast. Vielen Dank nochmal. Ich habe mich deswegen entschlossen, heute Abend nicht allzu grob zu dir zu sein mit meinen Ausführungen und mich etwas zurückzunehmen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, ja, wie ich dir das denn schon beibringen soll. Also du bist ja hier auf die Bühne gekommen und hast uns erklärt, dass es jetzt mit der Seriosität endgültig den Bach hinuntergeht. Das hat mich natürlich schon ein wenig getroffen. Und ich habe überlegt, Mensch, wie erklärst du das dem Jan? Und du bist ja von Haus aus Wissenschaftler. Und deswegen möchte ich dir so erklären, dass mit der Seriosität bei diesem Seminar, das ist so eine Sache, das hat den Verlauf einer Sinuskurve. Meine Damen und Herren, jetzt geht's wieder aufwärts. Ich nutze den Schwung der Auktion von vorhin und steige unmittelbar in die Verleihung des VDBUM-Förderpreises ein. Denn auch hier heißt es zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Denn wir verleihen unseren Förderpreis in drei Kategorien. Aber vorher möchte ich das Zahlengewitter, was wir vorhin erlebt haben, noch mal ein wenig nachfeuern. Denn wir verleihen unseren Förderpreis in diesem Jahr zum achten Male. Darauf sind wir ein wenig stolz und dann kann man auch schon mal ein wenig Statistik betreiben, was dann 8 Jahre Förderpreis bedeuten. 8 Jahre Förderpreis bedeuten etwa über 300 Teilnehmeranträge, die wir gehabt haben in der Zeit. 8 Jahre Förderpreis bedeuten auch über 50.000 Euro, die wir vom VDBUM als Preisgelder ausgeschüttet haben. Das bedeutet auch, dass wir die Plätze 1 bis 3 55 Mal vergeben haben und das an insgesamt 42 Unternehmen. Daraus können Sie ableiten, dass es durchaus Unternehmen gibt, die hier bereits mehrfach angetreten sind und auf den vorderen Rängen gelandet sind. Das Gros der auf dem Siegerpodest Platzierten war bislang aber nur einmal dabei gewesen. Das dokumentiert die Vielfalt und den Abwechslungsreichtum unseres Förderpreises. Ich beginne jetzt mit der Verleihung in der Kategorie Projekte aus Universitäten und Hochschulen. In dieser Kategorie geben wir Forscherinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, die von ihnen entwickelten Innovationen zur Prämierung einzureichen und ihre Arbeit einem größeren Forum zugänglich zu machen. Über die Bandbreite der Inhalte der Einreichungen geben die hier nebenan im Raum aufgebauten Roll-Ups Auskunft. Da geht es vom bionisch inspirierten adaptiven Sonnenschutz aus Textilien bis zur Entwicklung von Stickoxidsensoren. Und an der Stelle noch ein Wort zu den Roll-Ups. Bei uns geht kein Bewerber oder keine Bewerberin mit leeren Händen nach Hause. Denn jeder bekommt zur Erinnerung an die Teilnahme sein eigenes, ganz persönliches Roll-Up zur Erinnerung übergeben. Prämiert werden die jeweils 3 erstplatzierten Teilnehmer. Während die Dritt- und Zweitplatzierten neben der namentlichen Nennung hier mit Ruhm und Ehre nach Hause gehen, einer Urkunde und natürlich dem Roll-Up, werde ich die Erstplatzierten zu mir auf die Bühne bitten. Hier werden dann die Preisträger die Möglichkeit haben, ihre Innovation ganz kurz vorzustellen. Das soll nach Möglichkeit pro Prämierung nicht länger als 5 Minuten dauern. Und dann wird der Preis aus den Händen von Herrn Gutenberger und von Herrn Professor Scholten übergeben. Der erste Platz ist jeweils mit 2.500 Euro dotiert. Damit kommen wir zu den Platzierungen in der Kategorie Projekte aus Universitäten und Hochschulen. Der dritte Platz geht an das Karlsruher Institut für Technologie für die Entwicklung einer Technologie für einen innovativen Steuerungsansatz zur Reduktion bedienerinduzierter Maschinenbeschädigungen mit dem Namen Smart Operating. Der zweite Platz geht an die Technische Universität Dresden für die Entwicklung eines Mess- und Datenverarbeitungssystems für Bohrgeräte im Spezialtiefbau, unter anderem zur dreidimensionalen Lagebestimmung und Erfassung aller Prozess- und Maschinenparameter mit der Abkürzung BIM-Drill. Applaus
Kommen wir damit zum ersten Höhepunkt der Verleihung, nämlich zum ersten Platz in dieser Kategorie. Sehr geehrter Preisträger, liebes Bewertungskomitee, vielen Dank für Ihre Bewerbung um den Förderpreis, aber auch für die Bewertung dieser Bewerbung durch das Komitee. Ich gehöre ja selbst auch zur Jury und grundsätzlich finde ich erst einmal alle Bewerbungen gut. Punkt. Es gibt dann aber auch immer wieder Bewerbungen, die findet man dann besser als gut und man hofft, dass die Kolleginnen und die Kollegen aus der Jury sich dieser Sichtweise anschließen und halt auch entsprechend viele Punkte vergeben, dass das, was man selber so gut findet, dann auch hier den Weg zum ersten Platz finden kann. In diesem Fall hat sich meine Hoffnung erfüllt, denn die nun gleich folgende Innovation lässt das Herz eines Bauingenieurs, so wie ich einer bin, höher schlagen. Meine Damen und Herren, die deutsche Verkehrsinfrastruktur ist immer noch marode. Sie alle arbeiten mit Hochdruck mit Ihren Produkten und Ihrer Arbeit daran, dass das wieder besser wird, aber es hat sich über die letzten Jahre jede Menge Handlungsbedarf aufgestaut. Ganz besonders manifestiert sich das an den Brückenbauwerken in Deutschland. Viele der Brücken haben ihre technische Lebensdauer erreicht oder sie sind heute Verkehrsbelastungen ausgesetzt, für die sie niemals geplant gewesen sind. Das heißt, wir benötigen dringend Neubauten. Im Moment sind das für die vorhandenen Planungskapazitäten und für die Kapazitäten, die wir am Bauen haben, aber einfach zu viele Bauwerke. Dazu kommen dann noch langwierige Genehmigungsverfahren, was uns dazu zwingt, dass wir mit den vorhandenen Bauwerken noch etwas länger werden auskommen müssen. Dafür müssen wir diese alten und maroden Bauwerke aber im wahrsten Sinne des Wortes im Auge haben, damit auftretende weitere Verschlechterungen des baulichen Zustandes erkannt werden und gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen werden können, um weitere Schädigungen bis hin zu Brückeneinstürzen zu verhindern. Der Preisträger hat diese Herausforderung angenommen und hat eine neuartige, raumzeitliche, berührungslose Messmethode mit dem Namen Profile Scanning für das Brückenmonitoring geschaffen. Ich darf nun Herrn Dr. Florian Schill von der Technischen Universität Darmstadt zu mir auf die Bühne bitten. Er wird uns die Innovation jetzt näher vorstellen. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Trompeten spielen für dich. Im Prinzip in den letzten 100 Jahren haben sich viele deutsche Eisenbahnbrücken als Beispiel jetzt hier kaum verändert. Die wurden natürlich irgendwann mal saniert, aber sie sind immer noch in einem teilweise schlechten Zustand. Ich glaube, die letzte Zahlen waren, dass die deutschen Eisenbahnbrücken sind im Durchschnitt 74 Jahre alt. Also ist die Brücke hier schon ein ganz gutes Beispiel. Oben sieht man natürlich, wie gerade auch gesagt, die Züge haben sich stark geändert von in den 30ern Dampflokomotiven hin zum ICE4. Aber auch die Anzahl der Züge hat natürlich stark zugenommen. Und wenn man jetzt die Überwachung, das Monitoring von Brücken betrachtet, gibt es natürlich verschiedene Fragestellungen, die den Aufwand auch ein bisschen quantifizieren. Die Zugänglichkeit der Brücke ist eine große Frage immer, aber auch Arbeitssicherheit. Wenn man sich an diesem Bild hier das mal darstellt, die Arbeiter auf diesen Hebebühnen, die jetzt in dem Fall natürlich was anderes machen, aber wenn man da Sensoren anbringen müsste an dieser Brücke, ist es sehr, sehr aufwendig. Dann ist die nächste Frage, wie viele Sensoren bringe ich an dieser Brücke an und wo? Und wenn man an die klassischen Sensoren denkt, dann entstehen oft Bilder, wie man hier unten sieht, mit sehr, sehr, sehr vielen Kabeln, was auch wieder sehr viele Fehleranfälle führen kann. Und der letzte Punkt wäre auch, Brücken werden dann im Zweifelfall auch beschädigt durch die Sensoren, da man die dort festbohren muss oder festkleben und im Anschluss es wieder sanieren muss. Und in dem Thema haben wir uns beschäftigt, um zu sagen, wie kann man an dieser Stelle das etwas effizienter gestalten und viele Punkte vielleicht in ihrem Aufwand reduzieren. Da sieht man jetzt mal hier unser Messsystem. Das Messsystem ist gekauft, aber die Anwendung und die Software, die wir geschrieben haben, setzt drauf auf. Man kann mit diesem Laserscanner, der hier unten am Ufer steht, ein Profil quasi messen entlang der Bauwerkstruktur und kann dann, wie es hier schematisch dargestellt ist, Verformungen ableiten. Und Verformungen ist gerade bei großen Bauwerken eins der Themen, was sehr, sehr aufwendig ist zu erzeugen, weil man im Prinzip immer eine Verbindung der Brücke mit einer Basis bekommen muss. Und wenn man eine 100 Meter hohe Autobahnbrücke sich vorstellt, kann man das eigentlich nicht realisieren und man kann eigentlich keine Verformungen so einfach messen. Der weitere Vorteil ist, man bekommt nicht nur die Verformung an einer Position, sondern entlang der ganzen Bauwerkstruktur und das mit bis zu 1 Million Punkte pro Sekunde. Als Rohdaten bekommt man erstmal hier das obere zu sehen. Man sieht, wenn man jetzt hier auf der rechten Seite sich die Fachwerkträgerstruktur anschaut, entlang dieses kleinen Trägers eine Messung. Man sieht hier Querträger und Windverbände und all das kann man auch oben in diesem Messprofil, also das ist quasi X-Koordinate und Z-Koordinate,
oben dargestellt, auch erkennen. Man sieht die Querträger und die Windverbände und im oberen Bereich den Längsträger. Unser Algorithmus erkennt automatisch auswertbare Bereiche. Also alle Bereiche, die hier unten farbig markiert sind, erkennt der Algorithmus selbstständig ohne Nutzerinput und wertet diese dann selbstständig aus. Man sieht auch selbst, die Querträger werden im Bereich bei dem Messsystem auch weitererkannt. Und damit erhält man eine raumzeitliche Auflösung dieser Tragwerkstruktur. Und am besten kann man sich das Ganze an dieser Animation mal klar machen. Man sieht hier eine Zugüberfahrt, eine Güterzugüberfahrt über diese Brücke. Oben eine normale Zeitreihe in der Mitte der Brücke, was ein klassischer Sensor liefern würde. Und unten sieht man das Ergebnis unserer Auswertung. Man bekommt quasi 80 Messstellen in diesem Fall und kann sich raumzeitlich die Tragwerksbewegung visualisieren. Man sieht jedes einzelne Radlast, die auf diese Tragwerk wirkt und das quasi in einem Bereich von plus minus 30 Meter. Man sieht jetzt die schweren Loks. Und im Anschluss dann die Güterwaggons, die jetzt über diese Brücke fahren. Also diese Wellenbewegung entspricht natürlich jedem einzelnen Radsatzlast, die man bekommt. Man erhält somit also mit einem Messsystem die Informationen von 80 Messsystemen, die auch noch aufwendig am Tragwerk zu befestigen wären. Das Ganze ist jetzt hier am Beispiel von Brücken, kann aber auch auf Windenergieanlagen oder zum Beispiel Lärmschutzwände adaptiert werden. Da haben wir auch schon gute Erfahrungen mit gemacht. Aber Brücken ist halt aktuell das große Thema, sage ich einfach mal. Vielen Dank. Ganz hier bei uns. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schill. Ich darf jetzt meine Vorstandskollegen, Herrn Gutenberger und Herrn Professor Scholten, auf die Bühne bitten zur Preisübergabe. Herr Dr. Schill, herzlichen Glückwunsch. Hat uns sehr gefreut, dass Sie mit Ihrer Arbeit den ersten Preis gewonnen haben. Haben Sie noch eine Hand frei, Herr Dr. Schill? Ganz herzlichen Glückwunsch. Sie haben auch promoviert mit diesem Thema? Oder? Ja, genau. Ja. Sehr schön. Tolles Thema, tolle Arbeit. Wird jetzt halt noch so ein bisschen weiterverfolgt, dass man das ganze Thema auch in die Praxis bringt, weil es bringt immer im Endeffekt persönlich meistens niemand was, wenn man in seinem Elfenbeinturm das erfindet, oder es erfindet, ist das falsche Wort, aber das umsetzt und dann später niemand benutzt, dann ist auch irgendwie sinnlos. Genau. Ganz gesunde Einstellung. Bevor ich nun zur Verleihung in der nächsten Kategorie komme, hier noch ein paar Gedanken und Worte zu unserem Förderpreis. Auf ähnlichen Veranstaltungen wie dieser werden auch Auszeichnungen für das Lebenswerk von Personen verliehen. Wir vom VdBUM halten uns da eher zurück und sind da sehr selektiv mit solchen Verleihungen. Geht es doch bei solchen Auszeichnungen meistens darum, etwas Vergangenes zu ehren. Was Sie hier an Einreichungen sehen, ist nichts Vergangenes. Es ist ein Ausblick auf die Zukunft und auch ein Pfand auf Sie. Und diejenigen, die hier etwas einreichen, dokumentieren damit, dass sie gestalten und verändern wollen. Und etwas Nachhaltiges zur allgemeinen Nutzung schaffen wollen. Das ehrt Sie alle, die hier Ihre Anträge auf einen Preis bei uns einreichen. Und darüber hinaus zeichnet sie Ihre Bereitschaft aus, sich auch ein Stück weit in die Karten gucken zu lassen. Denn nämlich, wie man diese technischen Herausforderungen im eigenen Unternehmen löst und das dann hier als einen Antrag auf einen Preis einzureichen und damit Ihre Lösung einer breiten Öffentlichkeit dann zu Wege zu machen. Auch dafür vielen Dank. Auch das ist Teil der VdBUM-Community. Und deswegen bedanken wir vom VdBUM uns bei allen Einreichenden für ihre Entscheidung zur diesjährigen Teilnahme und auch für die damit verbundene Aufbereitung der Teilnahmeanträge. Vielen Dank. Ich komme nun zur Verleihung in der Kategorie Entwicklung aus der Industrie. Ich komme zum dritten Platz. Der dritte Platz unterstreicht wieder einmal die Internationalität unseres Förderpreises. Der dritte Platz geht nämlich an ein Unternehmen aus den Niederlanden mit dem Namen Die Seco Group für die Entwicklung eines zusammenklappbaren Lärmschutzschirmes, der RAM-Lärm reduziert. Der zweite Platz beschäftigt sich ebenfalls mit der Thematik des Rammens von Gründungselementen. Er wird verliehen an die Bauer Maschinen GmbH für die Entwicklung des Spundbohlenassistenten, der das sichere Einfädeln von Spundbohlen in die Einbringgeräte ermöglicht. Das soweit zum zweiten und dritten Platz. Der erste Preis. Sie können heute nahezu die komplette Palette an handwerklichen Geräten als Akkugeräte erhalten. Und diese Entwicklung hat auch vor Großgeräten wie Baggern und Radladern nicht Halt gemacht. Die Innovation, die uns gleich vorgestellt wird,
beschäftigt sich mit etwas, was von der Größe her eher so in der Mitte dazwischen liegt. Es geht bei der Innovation um die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verdichtung von frischem Beton, der, wenn er dann mal richtig fest und widerstandsfähig sein soll, unmittelbar nach dem Einbau, aber immer noch rechtzeitig genug vor dem Erhärten, verdichtet werden muss. In der Vergangenheit geschah das durch netzgebundene Geräte. Wie das in der Zukunft aussieht, wird uns Herr Stefan Pfetsch, Geschäftsführer der Wacker Neusern Produktions GmbH, vorstellen, die in diesem Jahr den ersten Preis in der Kategorie Entwicklungen aus der Industrie erhält. Der Titel der Innovation lautet Akkubetriebener Innenrüttler mit Akkuumformer Rucksack. Ich darf Herrn Pfetsch zu mir auf die Bühne bitten. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Sperriger Titel. Wir haben einen einfacheren dafür. Wir nennen den intern Akku-Rucksack. Ich werde jetzt in die Tiefen, also nicht in die ganz detaillierten Tiefen der Betonverdichtung absteigen, aber ich werde Ihnen mal ganz kurz in zwei Bildern erklären, wie die Welt der Betonverdichtung ausschaut. Und das ist jetzt wirklich die Welt, weil Sie haben es richtig erwähnt, die netzgebundene Betonverdichtung, das ist die in Zentraleuropa oder auch in Deutschland sehr übliche, das ist die linke Welt, die europäische. Da reden wir von Hochfrequenzverdichtungssystemen. Hier abgebildet mit einem Frequenzumformer und mit einem Hochfrequenz-Innenrüttler. Auf der rechten Seite ist, ist der nicht unwesentliche Rest der Welt. Und da finden Sie heute überwiegend mechanische Biegewellesysteme. Und hier abgebildet ein typisch amerikanisches Produkt, in dem Fall mit einem Rucksack, und Sie erkennen, mit einem Viertakt-Benzinmotor auf dem Rücken und mit einer mechanischen Biegewelle. Die Idee hinter unserer Produktinnovation ist einfach versuchen, diese beiden Welten zusammenzuführen. Eine wirtschaftliche Sichtweise wäre natürlich dann idealerweise kombiniere ich das Volumen, das weltweite. Da klingelt es dann vielleicht irgendwann mal in der Registrierkasse. Aber das technische Thema ist natürlich die Vorteile, die jedes dieser Systeme hat, in irgendeiner Form auch in ein Produkt irgendwo reinzubringen. Auf der rechten Seite, auf der Rest der Weltseite, auf der amerikanischen Seite primär, haben Sie hier ein Gerät, das kabellos funktioniert. Das bringt zweifelsohne viele Vorteile. Auf der linken Seite haben Sie ein Hochfrequenzsystem, das stabile Frequenz hat, wartungsarm ist und Ihnen beste Verdichtungsergebnisse liefert. Die Idee, ein Bild haben Sie schon gesehen, ist relativ einfach. Das Spannende aber an dem Projekt war nicht nur die Idee, weil ich glaube, die Idee, die hatten sicherlich schon viele Leute, auch schon in der Vergangenheit auf der Bauma hatten wir die Chance, als wir das Produkt vorgestellt haben, mit vielen Kunden drüber zu reden und die haben uns tatsächlich das signalisiert. Endlich kommt einer mal mit sowas um die Ecke und manchmal ist aber auch das Timing ganz entscheidend. Die Hochfrequenzverdichtungstechnik in Form von einem Umformer und von einem Innenrüttler an sich ist jetzt nicht das Hexenwerk, das haben wir im Kreuz. Aber das Entscheidende, was uns hier noch gefehlt hat als Schlüsseltechnologie, war tatsächlich der Energieträger. Das ist unsere Wechselakku, ähnlich wie im Powertool-Bereich. Mit einem Handgriff können Sie die Batterie wechseln, die ist jetzt seit 4 Jahren im Markt. Als wir die Idee intern dann gepitcht haben, da war die Batterie gerade 2 Jahre im Markt. Und wir waren so begeistert von der Idee, dass wir ganz schnell, und das lernen wir mittlerweile mit agilen Entwicklungsprozessen, aus der Softwareindustrie kommt, ganz schnell damit auf den Markt gehen, auf Kunden zu gehen und mal prüfen, ob das als Idee funktioniert. Wir waren so begeistert, der ein oder andere, der unseren Akkustampfer kennt, der wird auf dem linken Bild sehen, da haben wir einfach die Oberfläche vom Akkustampfer genommen, weil uns so schnell nichts Designtechnisches eingefallen ist, um die Idee tatsächlich zu testen, in dem Fall in Amerika. Und das Feedback war, wie auch in Europa, das ist das ganz rechte Bild, auf beiden Hauptländermärkten sehr positiv. Und es ist für mich tatsächlich eine kleine Innovation, vielleicht aber auch eine große Innovation in der Betonverdichtung. Wir sind die Ersten, die mit so einem Produkt auf den Markt kommen. Sie haben im Prinzip eine Ergonomie, die es bisher noch nicht gab. Sie sind absolut kabellos auf der Baustelle. Und Sie haben jetzt, und das ist für den amerikanischen Markt auch ein Thema, das immer mehr kommt, keine Emissionen, weder Abgas noch Lärm. Ich bedanke mich für den Preis und für die Chance, das Produkt hier vorzustellen. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. Ja. Repräsentativ habe ich noch einen Kollegen für das Team hier mit dabei, der Thomas Sormann, Leiter Produktmanagement. Ja, sehr schön. Aber gehen Sie einfach ein Stück durch, bitte. Herr Pfetsch, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hat uns sehr gefreut. Dankeschön. Ich darf Ihnen den Preis übergeben, halten Sie ihn in Ehren. Jawohl, Dankeschön. Wir haben einen schönen Platz. Ihnen auch herzlichen Glückwunsch. Auch von mir einen ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sehr zeitgemäße Innovation, wirklich Dankeschön. Klasse. Auch Ihnen von mir nochmal herzlichen Glückwunsch.
Und wo Sie schon hier sind, dürfen Sie auch gleich tragen helfen. Ja. Wunderbar. Vor dem großen Finale in dieser Verleihung kommt noch ein kurzer Moment des Dankesagens. Der Dank des VD BUM geht an das ehrenamtliche Bewertungskomitee. Dieses besteht aus folgenden Personen: aus Frau Hildner, Herrn Kleinert, Herr Professor Bauer, Herr Dr. Sick, Herr Professor Helmus und Herr Ahrens. Und ich darf auch mit dabei sein. Dadurch, dass diese Juroren große Teile ihrer Freizeit für den Förderpreis aufwenden, nämlich eben um sich all die Teilnehmeranträge durchzugucken, um die Punkte zu vergeben, dadurch kann dieser Innovationspreis erst das werden, was er geworden ist, nämlich ein Sinnbild für die Innovationskraft unserer Branche. Und darauf sind wir vom VD BUM richtig stolz und sagen nochmal Danke. Und wenn ich hier Danke sage, dann dürfen zwei Mitarbeiter aus der Zentrale nicht fehlen. Das ist der Herr Lübberding und die Frau Hollmann, die sich von der Veröffentlichung der Förderpreisausschreibung bis hin zur Preisüberreichung heute Abend ganz rührend und sorgfältig um alles kümmern, sodass alles hier so glatt und reibungslos über die Bühne geht. Vielen Dank dafür. Damit komme ich zum Finale der Verleihung, nämlich der Verleihung in der Kategorie Innovation aus der Praxis. Der dritte Platz geht an das Unternehmen Strabag BMTI für die Entwicklung eines Innovationsfertigers mit integriertem Splitstreuer und Materialbunker. Der zweite Platz geht an das Unternehmen Vöckersberger Maschinen GmbH für die Entwicklung eines Mehrfachpfluges zum bündelweisen Einpflügen von Höchstspannungsleitungen. Ich komme nur zum Gewinner in der Kategorie. Ich habe mich hier heute Abend ja schon als Bauingenieur zu erkennen gegeben. Wir Bauingenieure befinden uns in einem ständigen Disput mit unseren Berufskollegen, den Architekten. Diese versorgen uns regelmäßig mit filigranen Entwürfen von tollkühnen, stützenlosen, künstlerisch anspruchsvollen, geschwungenen Konstruktionen aus einem Hauch von nichts. Wenn solche Entwürfe dann in den Händen von uns Ingenieuren kommen, dann sagen wir häufig, das geht so nicht, das kann man so nicht bauen. Da muss eine Stütze hin, da brauchen wir einen Träger. Und das Runde muss eckig, sonst wird das alles viel zu teuer. Wenn es nach uns Ingenieuren gehen würde, wäre alles gerade und im rechten Winkel. Ob das dann gut aussieht, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und so schwelt ein ewiger Streit zwischen Architekten und Ingenieuren. Die Innovation, die uns nun gleich vom Preisträger vorgestellt wird, kann dazu beitragen, diesen Streit zu beenden. Es handelt sich dabei um die Zyplin-Timber-Freiformschalung. Was sich genau dahinter verbirgt, wird uns gleich Herr Andreas Amort, Prokurist der Zyplin Timber GmbH, vorstellen, den ich zu mir auf die Bühne bitten darf. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Trompeten spielen für dich. Ich darf Ihnen jetzt in den folgenden 3 Folien und etwa 5 Minuten unser Sonderschalungskonzept vorstellen. Wir als Holzbauunternehmen mit langen Erfahrungen haben natürlich die eine oder andere Gehversuche schon gemacht mit Bogenbindern oder Schalendächern. Allerdings 2016 kam eine Anfrage zu uns, die wir bisher in dieser Art und Weise noch nicht bearbeitet haben. Und zwar geht es hier um den Stuttgarter Bahnhof, insbesondere um die Sonderschalung für die Kelchstützen. Wir hatten noch nie eine Schalung gebaut in dieser Richtung, aber eine ordentliche Infrastruktur von der Basis her. Also das heißt, wir hatten ein gutes technisches Büro oder haben ein gutes technisches Büro, viele Ingenieure, gute Konstrukteure. Wir haben auch CAD-Systeme mit entsprechenden Maschinenansteuerungen, Hallenkran und so weiter. Aber richtig gepasst hat es noch nicht, aber es war eine ordentliche Basis, um hier einzusteigen. Wenn wir in dieser Rolle mitspielen wollen, müssen wir alles liefern. Also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie eine Dienstleistung zu vollbringen in diese Richtung. Wir müssen von vorne weg starten, die Konzeption machen, die Statik mitmachen. Natürlich auch das Herstellungsverfahren im Griff haben und dann auch die Qualitätssicherung. Wie näherten wir uns dieser Lösung? Alles beginnt mit einem ordentlichen Datenmodell, von dem man die Geometriebauteile oder die Geometrie der Bauteile ableitet.
natürlich auch so Dinge wie Schwerpunkte und die Maschinendaten. Wir haben dann die Bauteile vereinzelt, hier sieht man die grün, und in so ein 3D-Nesting überführt. Rechts unten im Bild sehen Sie die Bruttokörper, die grünen Teile, die sind so in so die graue Rohmaterialmasse eingestuft, und dann wurden die Rohbauteile aus Brettsperrholz hergestellt. Der nächste Schritt, der dann folgte, war die Fräsung. Wir bedienten uns hier am Roboter, der üblicherweise in der Automobilbranche im Schweißbereich eingesetzt wird. Der wurde modifiziert mit einem entsprechenden Motorspindel vorne drauf. Werkzeuge wurden dafür entwickelt, und dann frästen wir aus dem Rohkörper so lange, also die einzelnen Konturen, die Bahnen ab, bis nur noch der Nettokörper, die wir dann tatsächlich benötigt haben, übrig blieben. Für die Qualitätssicherung wurde ein 3D-Scan ausgewählt, klassischer Laserscan. Und Sie sehen es rechts oben im Bild, die grüne Fläche ist die Sollgeometrie und die graue Fläche ist das Messergebnis, wurde dreidimensional vermessen und über die Stützpunkte, die man unten im Bild sieht, dann zueinander verglichen. Wenn dann die Qualität gesichert war, konnten die Bauteile beschichtet werden. Wir wählten eine Epoxidbeschichtung. Die einzelnen Bauteile wurden dann zu Baugruppen vormontiert, gelagert und just in time auf die Baustelle gebracht. So schaut der Einsatz auf der Baustelle aus, 3D-Formkörper mit entsprechender Dauerhaftigkeit für die Einsatzhäufigkeit, die es erforderte, auf einer Stahlrüstung nach dem Ausschalen. Wir sehen die Vorteile dieses Verfahrens natürlich zum einen in der Formgebung, das heißt herausragende architektonische Gebäude können damit erstellt werden. Wir sehen aber auch durchaus Einsatzmöglichkeiten für Infrastrukturbauwerke, wie zum Beispiel Wasserkraftwerke, Einlauftrichter oder Auslauftrichter von Wasserkraftwerken, die man dann konsequent nach dynamischen und fluiddynamischen Regeln auslegen kann und so das letzte Quäntchen der Effizienz von so Kraftwerken herausnehmen kann. Ein weiterer Vorteil sehen wir natürlich in der Materialeffizienz. Es können sehr schlanke Membranstrukturen abgebildet werden und durch die Einsatzhäufigkeit dieser Schalungssysteme entsprechend wirtschaftliche Gebäude errichtet werden. So. Damit bin ich auch durch. Und mit dem Bild möchte ich dann schließen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Amrott. Kommen wir dann zur Preisverleihung. Herr Amrott, herzlichen Glückwunsch. Tolle Innovation. Der Preis für Sie. Danke sehr. Halten Sie in Ehren. Amrott, auch von mir einen ganz herzlichen Glückwunsch. Für mich als Maschinenbauer ganz beeindruckend, was Sie da gemacht haben. Ja, auch von mir. Herzlichen Glückwunsch. Ab jetzt können Ingenieure auch schief. Ich würde den ersten Preisträger noch mal bitten, auf die Bühne zu kommen, damit wir ein Gruppenfoto noch machen können. Genau. Und die Chöre singen für dich. So, und jetzt kommt noch ein Dankeschön. Das steht hier aber nicht auf dem Zettel. Das ist das große Dankeschön bei Ihnen. Sie sind seit heute Morgen um 8:30 fast durchgehend in Vorträgen oder sind in der Kommunikation mit Berufskollegen hier auf der Veranstaltung. Und ich finde es ganz erstaunlich und ich finde es klasse, diese Aufmerksamkeit, die Sie den Preisträgern hier heute Abend noch zuteil werden lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ich sonst auch nicht viel hergeben kann, an dieser Stelle kann ich Ihnen was zurückgeben. Das Dessertbuffet ist eröffnet.